Es wird Zeit für eine neue Outfit-Inspiration. Wir werden wieder zurückfinden zu unserer, ich weiß nicht, ob zur alten Schlagzahl, aber zumindest ist das eigentlich das Ziel, was wir uns gesetzt haben, wieder einigermaßen dahin zurückzukommen. Heißt wirklich von Montags bis Freitags eine Outfit-Inspiration. Das habe ich heute Morgen Laura verkündet und habe gesagt, wir fangen auch direkt heute damit an und ja, wir legen jetzt los. Wir haben ein Outfit rausgesucht oder zusammengestellt, das sehr, sehr gut für den Wintertypen passt. Das hier ist es und ich erkläre dir natürlich mal wieder, was wir uns genau dabei gedacht haben. Und zwar ist der Hosenstoff ein alter Bekannter. Das ist unser Bengalin Stretch in diesem schönen Kirschrot. Hochelastisch, vorausgesetzt, du nimmst, legst deine Schnittteile quer zum Fadenlauf auf. Aber auch das ist ja inzwischen, glaube ich, fast ein alter Hut. Denn wenn du das tust, dann kannst du das daraus zaubern. Zum Beispiel, das hier ist die Hose Benedikte von Schnittmuster Berlin. Ich habe sie extra an, damit du eine Vorstellung davon hast. Eine enge Hose, Five-Pocket-Hose. Das heißt also wirklich mit diesen, ne? 1, 2, 3, 4, 5 Taschen. Hoppala, da hinten war mein Mikrokasten. Deswegen heißt die Hose so und schön anliegend geschnitten, nicht knatscheng. Die könntest du perfekt halt eben auch aus diesem kirschroten Bengalin zaubern. Und damit ich dir das Schnittmuster einmal gezeigt habe, das hier ist es, das ist der Hosenschnitt und das könnte daraus entstehen, wenn du dich für diesen Schnitt entscheidest. Es funktionieren natürlich auch andere Schnitte sehr, sehr gut. Du könntest zum Beispiel auch die Pepelinchenpinsel nehmen, für die wir noch kein Papierschnittmuster haben. Immer noch nicht, kommt auch bald. Aber als E-Book kannst du die ja schon kaufen. Und das ist auch ein Schnitt, den man auch sehr gut aus Bengalin nähen kann. Dazu haben wir jetzt hier diesen schönen Baumwollstoff kombiniert. Und zwar ist das ein Baumwollstoff, der zum einen bestickt ist mit diesen weißen Blüten, zum anderen aber auch das Blütenmuster aufgedruckt hat. Die Frage ist ja immer, wie durchsichtig ist so ein Stoff? Und ich glaube, ihr könnt das ganz gut erkennen. Ich nehme mal die andere Hand, dann sieht man sieht immer so ein bisschen den Ring durchscheinen. Ne? Also es ist natürlich nicht komplett blickdicht, aber es ist jetzt auch nicht so durchsichtig. Also mit einem Hemdchen drunter sieht man da nichts. Und du könntest diesen Stoff super nehmen für eine schicke, luftige Sommerbluse, wie zum Beispiel die Frau Holly von Studio Schnittreif. Die sähe daraus auf jeden Fall sehr, sehr schick aus. Schöner weiter Ausschnitt. Leichte, kleine, puffige Ärmel, also puffig relativ, ne? Und dann drei Viertel lang. Die könntest du zum Beispiel sehr schön aus diesem Baumwollstoff nehmen. Ja, und da der Sommer ja noch nicht so richtig in Fahrt kommen will, brauchen wir ab und an immer noch die Jacke drüber. Die könntest du zum Beispiel aus diesem Romanit-Jersey nähen. Und zwar ist das ein mittelschwerer Romanit-Jersey. Ich versuche dir mal den Querschnitt zu zeigen. Vielleicht kann man es einigermaßen sehen. Sehr formstabil, sehr schön in diesem Royal Blau, aber halt eben nur eine mittlere Qualität. Da könntest du zum Beispiel sehr schön einen leichten Jersey-Bläser, die Lady Grace von Mia Luna, rausnähen. Das sähe auf jeden Fall sehr, sehr schick aus. Und damit du eine Vorstellung davon hast, wie das aussehen könnte, zeige ich dir auch diesen Bläser einmal. Den habe ich hier auch aus so einem leichten Romanit genäht in Gelb. Natürlich passt jetzt nicht dazu, aber nur, dass du eine Vorstellung hast. Und das ist wirklich so eine leichte, lockere Jacke, die halt eben in Bläserform genäht ist, aber trotzdem halt immer noch sehr, sehr salopp. Das wäre mein Vorschlag daraus. Du kannst natürlich auch perfekt, wenn du ein Fan von Romanit-Hosen bist, könntest du natürlich dieses Royal Blaue hier auch super als Hose verarbeiten. Auch das passt perfekt. Dann könntest du dazu dann die Bluse tragen. Und man kann natürlich aus dem Bengalin auch den Bläser nähen. Also es gibt immer ganz, ganz viele Variationsmöglichkeiten, wie man damit spielen kann, so dass es für dich dann am Ende stimmt. Hoffe ich zumindest. Ja, und damit verabschieden wir uns heute und sehen uns hoffentlich morgen wieder.